Ich habe übrigens Dings Teamkampf. Das zu deiner Info. Ich habe Teamkampf. Rücken an Rücken gibt es nicht kurz auf. Ja, aber dann müsst ihr ja in den Teamkampf-Bonus-Modus wechseln und dann müsst ihr einen Zusammenhaltswurf machen. Ja, und ich will auch den 1W5 Schaden, den ich glaube ich nur im Solo-Mode bekomme. Also, das Treffen ist nicht das Problem. Du bist eine Raven Guard, die kämpfen immer alleine. So, dann hau rein, Kampfgeschick. 22. Das ist sogar ein Crit. Ist das ein Crit? Ja, weil es geschafft ist und eine Schnapszahl. Also so kenne ich das. Ich weiß nicht. Nee, das ist bei Psionik. Das ist der böse Crit bei Psionik. Hat Lücken schon mal. Auch noch. Ja, das war ein Warhammer Fantasy. Also 1 bis 5 ist ein Crit. Ja gut, dann ist kein Crit. Aber gut gewürfelt. Ist gut gewürfelt, auf alle Fälle. Ja genau, ich mach trotzdem mal eine Parade, denn das darf ich. 8 ist geschafft. Schicksalspunkt? Oder lieber für Lebenspunkte? Ja, gebe ich dir. Komm. Oder lieber für Lebenspunkte? Nee, ich bringe ihn lieber um. Okay, gut. Dann, Achso, genau, du hast einen Schicksalspunkt gegeben, dann muss ich neu würfeln. 63. Ich glaube, das ist nicht geschafft. Doch, 76 hat der Kampfgeschick. Krass. Dann ist das okay. Hätte ich gewusst, dass du einen 76 hast, hätte ich keine. Ja gut, aber das sind Informationen, die hast du ja auch normalerweise nicht. Ja, muss ich doch nicht verraten. Gut, dann warst du. Der Simjarch ist dran. Und ich bin gnädig, ich werde nicht nach Cry schlagen, sondern ich werde nur nach Tordal schlagen. 76. Was habe ich? 76. Ja, geschafft. Ich pariere und nutze meinen Gegenschlag. Mhm. Und treffe. Dann gib mir mal den Schaden. Mit der Energieklinge 28. 28? Was habe ich gesagt? Ich habe, du hast einen Durchschlag von? 6. Genau. 6, ich habe einen Rüstungsschutz von 8, sind 2 und mein Widerstand ist 14, sind 16, sind 12 Schaden. Das dauert noch ein bisschen. Mhm. Das war aber auch nur deine Reaktion, der Symbiarch. Ich guck gerade mal. Er hat zwar noch weitere Horde-Mitglieder, die jetzt hier für ihn kämpfen. Du merkst, wie vom Symbiarchen der Stachel nach vorne zuckt und er dich angreift. Und zwar nicht Cry, sondern auch Tordal wieder. 93. Der Stachel zuckt nach vorne, bleibt wohl oder verkantet sich kurz in deiner Servorüstung und dringt nicht durch dich durch. War ein Angriff. Ja. Du dürftest auch parieren, wenn du darfst. Oder darfst du noch? Darfst du? Ja, doch, bestimmt, ne? Und? Die Sturmmarine darf zweimal parieren. Genau. Setzt eine Parade nicht eine gelungene Attacke voraus? Ja, ich glaube schon. Gut. Ja, also brauche nicht parieren, deswegen. Also ich sitze auf den Gegenschlag. Gut, alles klar. Dann, der Symbiarch ist fertig, meine Symbionten sind dran. Wie gesagt, die hier oben stecken sich alle selbst an. Dann habe ich hier 4 Stück, die werden auf Bruder Ifrit zu fallen und anfangen, dich kaputt zu machen. Die anderen hier oben können sich auch noch bewegen. Die werden dann die Sinsar überfallen und Archibald Heth. Wobei Cold Bannix das natürlich gleich versucht. Der ist aber später dran. So, dann fange ich mit meinem Symbionten an dort unten. Meine Horde ist kleiner geworden. 41 ist getroffen und die 65, ist das noch drin? Ja, ist gerade noch drin. 65. Dann sind das 2 Angriffe auf Ifrit. Versuch den mal auszuweichen. Ich glaube, du kannst Horde nicht ausweichen. Oder? Doch, dürftest du, ne? Achso, nee, weil es halt wieder Horde ist. Ja, den darfst du nicht ausweichen, genau, und nicht parieren. Ist. Genau. Musst du nehmen. Ja, musst du nehmen. Auch wieder der eine mit Rasiermesser scharf. Das heißt, der erste ist mit eine 14 im Durchschlag, also 20 DS 14, und der andere ist 20 DS 7. Ja, das heißt, beim ersten geht das komplett durch meine Rüstung durch, ich meine 8 vom Widerstand ab, dann sind das 12 Schaden, und beim zweiten sind das dann ein Rüstungsschutz 3. Ja, oder 3, machen wir 3 plus deinen Widerstandsbonus. Sind 11, sind 9. Das 21. Sind 21. Wie viele Lebenspunkte hast du noch?
Einen! Wow, ey, die Symbionten sind richtig ekelhaft im Nahkampf, ne? Diese scharfen Klingen sind halt heftig. Gut, dass ihr das letztes Mal nicht so gemacht habt. Also du dich halt nicht dagegen wehren darfst, außer du hast ein Kraftfeld. Weil's halt der Horde ist. Gut, dann sind aber meine Symbionten für diese Runde durch und ihr seid nicht mehr in Gefahr. Watch Captain Brand hat seine drei besiegt. Er geht auf Bruder Carly zu und wird auch die im Nahkampf stehlen. Die zwei Symbionten wird er schnetzeln. Die sterben. Zustand hat also Carly zumindest das Leben wieder gerettet. Octavius. Im Norden sind immer noch wieder welche nachgekommen, ne? Hier oben, alles wieder voll, alles. Ja, dann vollautomatisch und ruft da. Wie sieht's denn aus, die Orane, leben die noch? Ja, also die habt ihr die vollständig geschützt, zumindest hier im Norden. Die hier haben jetzt ein großes Problem gleich. Moment, Diaslan stürzt über den Tisch hier hin. Corbenex wird, das war ja sein Auftrag, Alkedre versuchen zu retten. Die wird sich auch nicht wirklich wehren, die gehen erstmal in die Mitte. Und auch Archibald Heth wird tatsächlich jetzt kommandieren, den Rückzug von den Auranern allesamt in die Mitte bringen, sodass die sich jetzt auch in eine Verteidigungsposition bringen, von dem Rand wegkommen, damit sie euch auch nicht in der Feuerlinie stehen. Und er wird jetzt tatsächlich sowas aufbauen wie ein Schildwall. Ganz natürlich folgen die Auraner seiner kommandierenden Stimme und auch die an hier am Tisch sitzen. Perfekt, dann kriege ich ja keine Mali mehr, weil ich die Auraner nicht treffen will und dann baller ich auf die da im Norden. Ja, ohne Bali, alles voll, kannst deine vollen 8 Schuss versenken. Ja, treffen alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann nehme ich sie dir auch wieder weg. Tot, weil Schaden bei der Horde fast egal ist, du musst nur durch die Rüstung durchkommen. Das ist das Positive an der Horde, die fallen sehr schnell um. Dann noch Octavius, Tordal. Ja. Mit dem Sympiarchen. Wir haben ja einen neuen Tag. Richtig. Deswegen benutze ich mal wieder das Space Marine Talent über natürliche Stärke. Ah, das, was du für den Diablodon benutzt hast. Genau. Ich kriege die Stärke mal 3. Mhm. Dann musst du noch treffen. Muss ich nur noch 4-mal treffen. Ach, 4-mal? Oh, ja. Hast du noch 4 Angriffe? Ja, das ist eine freie Aktion. Ja, dann hau rein. Mach einfach direkt ab 4x100. 2x? 3 Treffen. 3 Treffen. Gut, ich kann einmal parieren. Ich habe, glaube ich, eine 76, ne? Mhm. Habe ich gesagt? Das war es vorher, ja. 76 Kampfgeschick. Ich habe eine 79 gewürfelt. Das ist knapp nicht geschafft. Damit treffen alle deine 3 Angriffe. Mit Stärke mal 3. Genau. Mein Widerstand gegen dich war immer noch 16 bzw. 14 plus 2. So, mein Typ ist gerade mal grob überschlagen. Da hau ich aber richtig rein mit den Symbionten. Holla die Waldfee. Ja, die machen ein bisschen mehr als der olle Symbiarch. Der Symbiarch macht halt auch krass viel Schaden, ne? Der hat ja doch gar nicht zugeschlagen. Ja, aber den kannst du parieren. Genau, den kannst du parieren. Aber der macht noch mehr Schaden, ne? Der hat noch mehr Durchschlag, der hat noch mehr Schaden auf seinen Klauen, der hat noch mehr Angriffe. Ist aber nur einer. Letzte Runde hast du 2 benutzt. Ja, er hat eine Klaue und einmal seinen Schwanz. So, dann sind das beim ersten 37 Durchschlagzeck, beim zweiten... Warte mal, 37, so 37 minus 16 sind 21. Beim zweiten sind es 38. Und beim letzten 37. 21 und nochmal 21. 1 und 1 sind 64. Okay. Dann beschreib bitte die Situation mit dem Symbiarchen. Ein weiteres Mal kann Tordal, der auf einer Urzeitwelt euch immer wieder und immer wieder bewiesen hat, wie heldenhaft sein Orden mit einer solchen Welt umgeht, dem Symbiarchen ein weiteres Mal das Leben rauben. Ja, ich pariere ja den Einschlag noch von seiner Klaue. Dreh mich im selben Moment um, hau ihm diese Klaue dann ab. Pariere wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form mit meinem Kettenschwert, weil ich damit ja auch nicht treffe diese Runde. Den Stachel. Schlag mit einem kurzen Zünden des Jetpacks mit 2 Hieben den Kopf ab und teile das Vieh. Ja, du kannst. Und brülle einmal für den Allvater.
Ja, während dir kannst du sehen, dass Cry gerade mit seinem Sprungmodul gelandet ist auf dem Tisch, und während du ihm den Kopf abhaust, siehst du, wie Cry noch einen Tritt macht, sodass der Körper nach hinten in die Flammen fällt, aufstiebt, es prickelt einmal wieder und der Körper landet in den Flammen. Verschwindet. Ihr könnt ein Kreischen, ein lautes, urtümliches Kreischen vernehmen von all den anderen Symbionten um euch herum, die entweder im Feuer weiter schmoren oder in Bewegungslosigkeit verharren. Dort oben in den Fenstern ist es auch zu erkennen, aber vor allem hier unten wollten sie doch eben gerade die Auraner mit ihrer Formation angreifen, mit den Knochenschwertern. Bleiben sie jetzt einfach auf den Tischen stehen, halten sich ihre Klauenhände an die Köpfe oder taumeln und schwanken, brechen teilweise zusammen oder stürzen in die Flucht, und ja, ihr könnt mit einfachen Boltwaffen das, was euch der Imperator gegeben hat, ihnen hinterherhalten. Tretet dann auch nach und nach draußen aus der Siegeshalle heraus, seht, wie dort weitere Kreaturen herumtaumeln. Es sind viele, es sind richtig viele. Aber sie alle sind in dieser Trance, in dieser Melancholie, nachdem der Symbiarch gestorben ist, stehen dort einfach. Ihr könnt sie mit den Kampfmessern richten, ihr könnt sie mit dem Bolter vernichten. Von dem Flamer könntet ihr dann Abstand nehmen nach und nach, nachdem dann auch sie alle in Promethium gedrängt sind. Aber ihr könnt einen siegreichen Kampf beenden. Und das tun wir auch, bis der letzte dieser Symbionten sich nicht mehr zuckt. Ja, ich brülle auch die Auraner an, auf sie für Auron! Ja, sie heben ihre Waffen, werden ergriffen von deiner Stimme, von deiner Präsenz, auch von den Taten, die ihr jetzt vollbracht habt. Und so werden sie mit ihren Gürklingen, mit den Knochenschwertern, mit Pfeil und Bogen sich auf die, auf diese Saurier, auf die Malisektoren stürzen und sie gemeinsam mit euch vernichten, damit sie in den nächsten paar Augenblicken dann noch sich dem Imperium weiter verbinden. Haben wir irgendwer namentlich verloren? Ich muss gerade mal schauen. Yaslan hat Brandwunden, vor allem an den Füßen, am Rücken, wird es aber überleben, kann sich dann löschen. Und ansonsten habt ihr keinen namenhaften verloren. Der Kaele lebt. Der Kaele hat sich da auch neben dem Kampf angeschlossen, hat seine Männer dann weiter angeführt. Neben Octavius stehend hat er dann gebrüllt. Du kannst sogar ein leises Geflüstertes für Ultramar vernehmen. Sehr gut. Und sowohl Cole Bennix hat auch überlebt, dass Wilhelm dann sicher wieder freuen wird. Ja, Wilhelm hat andere Sorgen. Wilhelm möchte sich gerne die Toten-Aurane angucken und gucken, ob da noch irgendwo einer mit Kopf ist. Cole Bennix hat also nicht nur die Prinzessin gerettet, sondern das Ganze auch noch überlebt. Mhm. Ich hab's auch nicht damit gerechnet. Die Statue von Leman Russ ist unbeschadet. Auch Bruder Gabriel kann seine Rüstung nach und nach wieder anziehen, also dass auch du dich nicht mehr nackt fühlen musst. Und ihr seid erfolgreich. Was bleibt, wenn der Kampf abflaut, überall Leichen von Xenos liegen? Auraner sind es gar nicht so viel. Es gibt zwar ein paar Auraner, die draußen getötet worden sind, also vornehmlich Händler, aber die Ratsmitglieder haben es überlebt. Ihr könnt auch sie noch einmal betrachten, mit eurem Diagnosehelm noch einmal ausmustern. Aber auch da gibt es keine über- oder unterdurchschnittlichen Temperaturen, kein Gestank oder Geruch, der von ihnen ausgeht. Sie haben sich auch nicht im Kampf erhoben und euch dann angegriffen. Alles ist erfolgreich gewesen. Ihr habt neben dem Watch Captain Brand das Leben von den wichtigen Personen verteidigt. Ich würde natürlich noch Sorge tragen, dass die Leiber der Malisektoren durch die reinigen Flammen Vulkans eingeäschert werden. Ja, sobald die Zivilisten aus dem Dorf gesichert sind, alle Würdenträger zusammen sind, dass sie irgendwie in Sicherheit sind, wird langsam zügig Orkalei sich dem Abfackelkommando anschließen. Die Siegeshalle geht in Flammen auf. Gabriel tritt noch einmal zu dem Kaele. Seht ihr nun? Wären wir nicht hier gewesen, hätte der Imperator uns in seiner unergründlichen Weisheit nicht auf diesen Weg geführt, so wäre
gesamter Regierungssitz, der gesamte Regierungssitz dieses Planeten mit einem Schlag vernichtet worden. Es gibt nur einen Weg. Seinen Weg. Er nickt. Ich habe nie am Imperator gezweifelt, sondern lediglich am Imperium. Wir verehren den Imperator, neben den anderen 20. Und wenn ihr sagt, dass es nur noch 9 sind, dann soll es so sein. Bringt eure Schiffe. Ihr dürft Aurum kolonisieren. Ihr solltet die Spuren der restlichen 11 auslöschen, bevor die anderen Imperialen einen Fuß auf diesen Planeten setzen. Könnte nur für Konflikt sorgen. Er nickt. Ich werde mit eurem Vater darüber sprechen. Mit Marius, wie er heißt. Gut. Ja, ihr könnt euch ein bisschen umsehen, könnt aufräumen, seht dann aber auch, wie weitere Schiffe von der Inquisition mit einem großen roten I landen und dann nach und nach, es sind sicherlich 30 Akoluten, zwei, drei Thronwächter, die herantreten und dann ja tatsächlich aufräumen, das Säuberungskommando. Und ja, wenn ihr dann seht, wie Watch Captain Brandon euch herantritt, nickt euch zu. Ausgezeichnet. Die 24 Stunden sind noch nicht vorbei. Wir werden trotzdem aufbrechen. Eloises ruft. Muss euch viel erzählen. Die Brüder rufen. Wir folgen. Kommt mit. Immer wenn der Krieg ruft, werden wir bereit sein. Der Imperator weist uns den Weg. Ja, das Imperium. Der Allvater führt uns in den Krieg. Wir sind immer bereit für die nächste Aufgabe. Dafür sind wir. Wir sind der Hammer immer am Boss des, auf dem Amboss des Krieges. Und so könnt ihr mit eurem Thunderhawk aufsteigen. Und während ihr dies tut, könnt ihr sehen, wie sich der Himmel verdunkelt und die roten Landekapseln des Mechanikum herabstürzen. Gewaltige Fabriken, die abgeschossen werden und auf der Oberfläche von Aurum landen. 10 von diesen gewaltigen Mechanismen einschlagen, sich ins Herz der Welt bohren. Ihr seht, wie Schneidbrenner, während ihr immer noch nach oben aufsteigt, wie Schneidbrenner sich in die tiefe Oberfläche des Planeten graben. Ihr seht, wie die Dekavan-Kristalle aufschieben, goldener Staub, der sich überall verteilt und Aurum sein Herz verliert. Oh, ja, so war das eigentlich nicht geplant, aber gut. Nicht unser Problem. Wir gehen einfach weiter. Du steigst den Van Dauer. Hab ich eine Auroaner-Leiche retten können für einen potenziellen Servitor? Ja, kannst du. Selbstverständlich. Wunderbar. Also Auroaner, die sind wie gesagt sehr groß, ungefähr so groß wie du. Unglaublich muskulös, also für einen Waffenservitor kannst du das gut benutzen. Schneidst du links und rechts die Arme ab, dann bekommt er da Servoarme dran mit irgendeinem schweren Bolter und einem schweren Melter oder sowas. Schwerer Flammenwerfer, ganz was du haben willst. Und dann hast du Waffen, also das dauert ein bisschen länger, bis die dann ordentlich eingerichtet sind. Aber ja, Waffenservitor kannst du da aus dem Auraner ranbauen. Wähl dir den richtigen aus, ne? Ich suche auch immer noch auf den richtigen Schädel für meinen Servoschädel. Ja, ich stelle mir nur gerade vor, wie wir alle in diesem Wanderhorn stehen und Willem hat so eine Leiche auf der Schulter und guckt einfach so ganz unauffällig in die andere Richtung. Ist sich bei weitem nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ja, keine Frage stellen. Ja, währenddessen ihr da runter guckt, wird sich dann Diaslan neben Ifrit stellen, die Hand so ein bisschen auf die Schulter legen. Diaslan ist selber auch ein bisschen größer, auch ein bisschen muskulöser für einen Freihändler. Habt keine Angst, wir werden einen Diablodon für euch aufspüren. Und für mich. Das hoffe ich. Einige Gelege zur Zucht wären hervorragend. Und Terratrix, Agrax, alles was dort noch lebt, werden wir nach oben bringen. Ja, seien wir uns sicher, in einem Monat wird diese Welt nicht mehr so existieren, wie sie hier ist. Das habt ihr ganz hervorragend gemacht. Es ist dennoch mit der Watch. Eine Welt wie diese hätte für vieles andere auch verwendet werden können. Nun, sicherlich werden die Genitoren von den Orden Ausschau halten, ob sie die Auraner selbst für ihre Zwecke benutzen können. Sicherlich gute Aspiranten. Ihre Größe.
der Kampfeswille auch im Angesicht einer absoluten Übermacht, im Angesicht des Infernos. Außerdem erlegen sie ebenfalls die Diablodons mit ihren eigenen Händen, ohne Verstärkung. Toral, was macht das? Toral, was macht das mit dir, wenn du jetzt, ja, die letzten drei Tage den, ja, den letzten Spaß deines Lebens hattest, dass du dich wieder an deine Urzeitwelt erinnert gefühlt hast und jetzt, wo du erfolgreich warst, siehst, wie diese Urzeitwelt vernichtet wird. Was macht das mit dir? Ja, wie gesagt, definitiv ist er etwas stiller, genommener. Und hat tatsächlich gerade nicht einmal so wirklich die Lust, seinen Patin, seine Feierlust zu generieren, weil immerhin verliert hier gerade eine Urzeitwelt wie seine sein Herz. Bruder Cry, wie geht's dir? Ja. Cry fühlt sich ein bisschen alleingelassen und so, aber das passt ja eigentlich auch so zu ihm. Kannst auch sehen, wie Bruder Gabriel an dich herantritt und dir tatsächlich jetzt auch mal ein weiteres Stim-Droge initiiert, nachdem du ja auch im Kampf gegen den Symbiarchen halb tot gegen ihn gezogen bist, wird jetzt tatsächlich Gabriel daran denken, dir die Drogen zu verabreichen. Die Blutgerinnung hat sowieso schon eingesetzt, aber es ist wieder Leben, was in dir sprüht. Ja. Eine weitere Welt, die so wird wie meine Heimat. Bald werde ich mich da zu Hause fühlen und nicht mehr der Space Wolf. Es gibt keinen Grund, auch nur einen Gedanken an die daran zu verschwenden. Dass wir einen Gedanken daran verschwenden, was aus dieser Welt wird. Unsere Mission ist getan. Octavius funkelt dich richtig böse an, Gabriel. Allei auch. Ja, man hört also, das sehe ich ganz anders, Bruder. Zivilisierte Menschen lassen Welten nicht brennen und in Trümmern zurück, wenn es vermeidbar ist. Dieses Volk, es hätte eine perfekte Rekrutierungswelt für den Adeptus Astartes werden können. Macht euch keine Sorgen, Brüder. Die Ressourcen dieser Welt werden sinnvoll genutzt werden. Ich werde aus diesem Testsubjekt hier einen Kampfservitor bauen und meine Berichte an das Adeptus Mechanicum weiterleiten. Sollte er erfolgreich sein, können wir in Zukunft auf viele seiner Brüder und Schwestern hoffen. In eine Welt für einen Servitor. Ihr Zweck, wie wir bestimmt alle wissen, manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Also Wilhelm, du weißt auch, dass die Dekavan-Kristalle, die sind unglaublich selten. Man kann die sehr gut für Multilaser benutzen. Also das ist dann nicht nur was, was dann der imperialen Armee gegeben wird, sondern das ist dann eher was, was Titanen bekommen. Also das mag tatsächlich geholfen haben. Ja, ich vermute halt auch, dass das Mechanikum eh aus den Servitoren machen wird. Naja, also wenn die noch leben, dann nicht. Nein, warum? Ja, aber wenn die sterben. Wenn die sterben. Sterben. Klar. Ja, aber die Tierwelt wird jetzt auf alle Fälle nicht vernichtet. Das Grün wird vernichtet. Man kann aus den Toten keine Servitoren machen. Ich weiß nicht, warum wir darüber die ganze Zeit reden. Wir haben ihr Volk aus der Vernichtung, vor der Vernichtung bewahrt. Das Geringste, was sie nun tun können, ist, dem Kriegszug alles zur Verfügung zu stellen, was sie haben. Seien es auch nur ihre Toten. Gabriel schaut noch einmal zu Octavius und Carly. Nick. Was ist denn noch eine Schande? Ja, also ich möchte mich irgendwo offiziell beschweren. Keine Ahnung, entweder beim Watch Captain oder bei dem Höheren. Ja, du siehst auch, dass Watch Captain Brand ist selbstverständlich ein Salamander wie Carly und wie Ifrit. Der wird da auch... Es ist ihm nicht recht, aber es ist nicht an ihm, weil er ist Watch-Captain der Death Watch. Er tut halt das, was die Inquisition sagt. Das war jetzt nicht die Inquisition, das war das Mechanikum. Und er nickt dir dann noch zu.
Wir werden eine Beschwerde schicken von der Inquisition an das Mechanikum. Dafür wird gesorgt werden. Das war so nicht geplant. Das sehe ich nämlich auch so. Der Kaele hat auch Rechte über seinen Planeten als Gouverneur. Im Grunde haben wir sie trotzdem den Untergang geweiht. Sobald wir wieder auf die Inquisition treffen, werde ich es ihnen sagen. Aber wir sind jetzt erstmal auf uns allein gestellt. Zusammen mit Diaslan müssen wir zurück nach Aloysius, so schnell wie möglich.